wird jetzt dafür sorgen, stellt sich mal vor, dass jeder Erstgeborene als Taufgeschenk so etwas bekommt. Wir werden ganz schnell feststellen, dass es gar nicht genug Silber auf diesem Planeten gibt. Weil das, was wir oberirdisch momentan in Form von Barren und Münzen haben, selbst nach großzügigen Schätzungen, das ist vielleicht gerade mal eine halbe Unze momentan. Und ich habe schmunzeln müssen, als ich das gesehen habe. Aber gehen wir mal zu einem anderen Thema. Mir ist heute wichtig, was ganz anderes zu erzählen, als vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Ich bin heute nicht hierher gekommen, das zu erzählen, was in den beiden Büchern steht. Sondern ich bin hergekommen, um mit Ihnen über die ganz aktuelle Situation zu reden. Und darüber, was uns viele Vermögensverwalter einreden. Was sich oft in Focus Money und in vielen anderen Mainstream-Publikationen lesen kann. Ich höre sehr, sehr oft, und Sie sicherlich auch, in den nächsten Jahren muss man Aktien haben. Aktien ist ein Must-Have. Und Gold und Silber, das war gestern. Heute und morgen, da brauchen Sie Aktien. Aktien bieten Ihnen Schutz vor Inflation. Aufgrund des Substanzwerts dieser Unternehmen. Wenn eine Währungsreform kommt, meine sehr verehrten Damen und Herren, denken Sie mal an den schönen Ausspruch von Voltaire. Es ist gefährlich, richtig zu liegen, wenn die Regierung falsch liegt. Wenn es doch zur Währungsreform kommt, gerade zu der Zeit kommt, wo Sie das Gold am meisten brauchen, da werden die Regierungen Ihnen das Gold nehmen. Also verkaufen Sie alles Gold, kaufen Sie Aktien, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nun, keine Angst, der Silberjunge wird nächste Woche die Internetadresse silberjunge.de nicht umfirmieren in aktienjunge.de. Wobei ich im Januar 2011 mal eine Überschrift bei einer Veröffentlichung auf den Goldseiten wählte, die da lautete, der DAX wird in zwei, drei Jahren näher an 20.000 als an 2.000 Punkten stehen. Einfach um gegen die Deflationsgedanken einiger Deflationspäpste anzuschreiben. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich in 3, 4, 5 Jahren wirklich zum Aktienjunge werde. Aber lassen Sie mich gemeinsam mit Ihnen reflektieren, in welcher Welt wir derzeit leben, wie die Situation an den Aktienmärkten ist und ob das, was uns Vermögensverwalter und Banker gerne einreden, nämlich in den nächsten Jahren werden Aktien das beste Rettungsboot sein, wenn es zur Inflation kommt, lassen Sie uns gemeinsam das kritisch reflektieren. Und ich will eines vorausschicken. Bei allem, was Sie lesen, als ich mal politisch aktiv war, da gab es immer einen Ausspruch, wenn wir ein Gutachten in Auftrag gegeben haben. Nenne mir den Auftraggeber eines Gutachtens und ich sage dir, was drinsteht. Und es gibt einen anderen Spruch, den Sie alle kennen, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Und wenn Sie mal hinterfragen, ein Vermögensverwalter, der hat eine hohe Management-Fee und die muss er rechtfertigen. Und wie kann er sie am besten rechtfertigen? Indem er Ihnen allen sagt, in den nächsten Jahren müssen Sie vor allem Aktien haben und Sie brauchen vor allem dabei ein aktiv gemanagtes Aktienportfolio, welches ich für Sie managen werde. Fragen Sie sich immer, welche Interessen, persönliche Interessen derjenige vertritt, der Ihnen gerade etwas aufzuschwatzen versucht. An dieser Stelle erwähne ich nur, dass ich keinen Silberfonds anbiete, selbst nicht Silber verkaufe und von daher diesen Interessenkonflikt so nicht habe. Aber jetzt kommen wir doch mal auf die Aktien zu sprechen. Wie ist die Situation? Soll ich jetzt alles Gold und Silber verkaufen und auf Aktien setzen? Ist Silber das tote Pferd? Ist Gold das tote Pferd? Liegen wir vielleicht alle falsch? Sind wir hier alle kollektiv verblendet, die wir seit Jahren hierher kommen? Sind vielleicht die anderen auf dem richtigen Weg? Na, Sie können sich vorstellen, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht und ich zeige Ihnen heute ein paar Charts. Und um es vorauszuschicken, ich bin ganz anderer Meinung. Sie sehen hier Zahlen der US-Notenbank, nämlich zum Marktwert, alle Aktien in den USA. Und Sie sehen auf der rechten Skala in Prozent des Bruttoinlandsprodukts den Wert aller Aktien in den USA. Und was erkennen Sie da? Schauen Sie sich mit mir gemeinsam die blaue Linie an. Wir sind inzwischen bei rund 119% Marktkapitalisierung in Prozent der Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten von Amerika angekommen. Nun kann ich heute hier eine leidenschaftliche Rede halten, die da die Kernaussage hat, US-Aktien sind spottbillig. US-Aktien sind spottbillig, meine Damen und Herren. Greifen Sie zu, es sind noch Schnäppchenwochen am Aktienmarkt in den USA. Greifen Sie zu. Ich denke, Charts und Bilder sagen manchmal mehr als 1000 Worte. Und jeder von Ihnen sollte erkennen, dass Aktien momentan recht hoch bewertet sind, recht hoch. Das heißt nicht, dass diejenigen recht bekommen, die Ihnen eine Monsterblase vorhersagen, die vielleicht sogar das in den Schatten stellt, was wir als Blase zur Jahrtausendwende gesehen haben.
Aber bei 119% der Wirtschaftskraft sich hinzustellen und zu sagen, Aktien in den USA sind schrottbillig, dazu muss schon viel Mut aufgebracht werden. Und lassen Sie uns mal weitergehen. Philipp Vornan hatte gestern einen Vortrag gehalten mit der Überschrift die Aktie sei der ärgste oder der größte Feind des Goldes. Und das ist eine Botschaft, die Sie allenthalben im Mainstream momentan serviert bekommen und die von Vermögensverwaltern, wie gesagt, durch die Lande getragen wird. Und nun sagt Philipp aber zu seiner Ehrenrettung, dass ja 5-15% auch in Gold angelegt werden sollen. Nicht, dass das da ein falscher Zungenschlag aufkommt. Aber Philipp sagte gestern, dass er erwartet ein Kursgewinnverhältnis von über 20-22. Ich hoffe, ich zitiere ihn richtig. Nun habe ich Ihnen hier mal mitgebracht, das Kursgewinnverhältnis in der Historie für den Standard & Poor's 500, also mit den 500 größten US-Unternehmen, Aktiengesellschaften. Und natürlich, wenn ich mir nur diesen Chart anschaue, den publizieren würde, dann könnte ich eine flammende Rede dafür halten, dass Aktien noch preiswert sind. Und ich habe ihn bewusst entgegengesetzt, also gebracht jetzt in der Reihenfolge nach dem vorhergehenden Chart. Um Ihnen aufzuzeigen, mit dem einen Chart kann ich eine flammende Rede dafür halten, dass Aktien teuer sind. Und mit diesem Chart, den Sie gerade sehen, könnte ich eine flammende Rede dafür halten, dass Aktien preiswert sind. Und das macht es so gefährlich für Sie. Sie müssen sich die richtigen Informationen heraussuchen. Es gibt ja immer zwei Seiten einer Medaille. Und was zeige ich Ihnen hier? Hier zeige ich Ihnen, dass die US-Unternehmensgewinne in Prozent der Wirtschaftskraft nach Steuern, das ist die schwarze durchgezogene Linie, historisch so hoch sind wie noch nie zuvor gesehen. Jetzt kann ich Ihnen sagen, das kann noch ein, zwei Jahre gut gehen. Aber als Antizykliker, wie lange wird die Preissetzungsmacht der Unternehmen so hoch sein? Werden die Fundamentaldaten so gut sein, dass diese historische einmalige Situation anhält? Aus Sicht eines antizyklischen Investors sollte man an der Stelle eher etwas nachdenklich werden. Aber auch da kann man wieder dagegen sprechen und sagen, Schulte, was du dabei verkennst, ist doch, dass die US-Unternehmen